Die Dinge sind ja auch, können ja auch Ballast sein. Ne? Hobbys sind auch mal Ballast. Ja? Überdenkt mal euer ganzes Leben. Macht heute mal einen kompletten Aufräumtag. Räumt mal euer Leben auf. Ja, nicht nur immer euer Zimmer aufräumen, sondern guckt mal, was ist in meinem Leben, was ich nicht mehr brauche. Was kann weg? Was kann raus? Und jetzt machen wir heute einen lockeren Tag. Wir gucken einen Film an. Wir spielen SingStar. Wir versuchen irgendwie noch bis 12.05 Uhr zu schaffen, damit ich euch nach Hause schicken kann. Ohne, dass sich eure Eltern beschweren. Aber ansonsten wird heute nichts Großes passieren, Leute. Aber es ist halt ein lockeres Ding. Ich glaube, ich brauche coolere Hobbys, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe letztes Mal Revue passiert. Ich habe mein Leben Revue passiert, nochmal alles auf den Tisch, an die Pinnwand geschrieben und gesagt, okay, meine Hobbys sind Salz, Senf und Tee. Und ich war schon eine Weile nicht mehr auf Tinder unterwegs, aber wäre ich auf Tinder, wäre das keine gute Hobbyline. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht die beste Hobbyline. Salz, Tee und Senf ist nicht das, wo man sagt, wow, das muss ein interessanter Mensch sein. Wir können mal über Salz reden, aber ich weiß nicht, ich brauche irgendwie was Cooles. Ich brauche so, keine Ahnung, so was ist cool, so Techno-Musik oder Angeln. Die Angler schauen auf mich herab, Börsen-Salz-Fan. Was wäre ein cooles Hobby? Ja, so klar, so Sport, Klettern, Wandern, Reisen oder so, das ist cool. Aber irgendwie vielleicht, ja, so kleine Pinguine, ja, denen sie so aufhelfen, wenn die umfallen oder so, halt so auf Pinguine aufpassen. Vielleicht sowas in der Ecke. Ich muss mal gucken, falls ihr ein cooles Hobby für mich habt. Ich habe ja bis jetzt durchprobiert in meinem Leben World of Warcraft. Weniger erfolgreich. Warhammer Fantasy, sprich kleine Plastikfiguren anmalen, auch nicht ideal. Ich brauche ein neues Hobby. Irgendwie, ich brauche 2020 ist noch jung, ich brauche ein neues Hobby. Irgendwie sowas, so alte Kunstwerke restaurieren oder so. Dann da mit so einem Q-Tip, mit so Öl, mit so Nagellackentferner auf so einem alten Ölgemälde rumkratzen oder sowas. So Kunstkenner, das wäre, glaube ich, ganz geil. So, Bares für Rares mäßig, dann sich so richtig gut auskennen mit den, ja, hier byzantinische Goldschmiede, 12. Jahrhundert, da hier Fresko, Leute, die das Wort Fresko benutzen. Wow, das sind coole Leute, Fresko. Ich habe keine Ahnung, was ein Fresko ist, könnten Musiker sein. Aber das ist doch mal, das sind Leute, die richtig drin. Oder ein Haustier, ich weiß nicht, ob ein Haustier Hobby ist, ehrlich gesagt. Wie wäre es mit Taubenzüchten als Hobby? Dann kann Florentin selbst die Evolution bestimmen. Tatsächlich ist es nicht eigentlich so, dass sämtliche Tauben, die es in Innenstädten gibt, also so diese ganze Taubenplage, alle auf fucking Taubenschläge zurückzuführen ist? Dass die alle ursprünglich zurück von Tauben, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Tauben. Der einzige Grund, warum wir in unserer Innenstadt eine Taubenplage haben überall, ist, weil Leute gedacht haben, oh, ich habe als cooles Hobby Tauben züchten. Und irgendwann haben sie gesagt, ah nee, fuck ja, World of Warcraft, scheiße, dumm war ich eigentlich, ich spiele das. Hauen alle Tauben raus und die sind alle in der Münchner Innenstadt und müssen dann irgendwie abgeschossen werden. Nachts, wenn niemand hinguckt. Die werden abgeschossen, Leute. Das ist wirklich, ich habe das mal gesehen, wie da so Spezialeinheiten nachts durch die Straßen gehen und die kaputt schießen. Ja, aber halt leise, die erwürgen die so. Die packen die und erwürgen die dann, jeder Einzelne, damit niemand was hört. Das ist ganz traumatisch, das zu hören. Was geht da so beim Chat? Hatte da einen Kabelbinder? Ja, ich habe einen Kabelbinder tatsächlich. Das ist wirklich, Kabelbinder, also so von diesen Knibbeldingern. So, es gibt ja so Knibbeldinger, die man immer so hat am Schreibtisch und dann so rummacht. Und ich finde, Kabelbinder sind das Beste, weil einerseits kann man die so wackeln, hin und her wackeln. Und dann stelle ich mir mal so vor, dass das so ein Klavierschlägel ist, der so auf die Seiten draufhaut. Und das Geile ist, dieser Kabelbinder hat ja so dieses Widerhakensystem, dass wenn du einmal einen Schritt höher gegangen bist, kannst du nicht mehr runtergehen. Das heißt, du hast nur eine limitierte Anzahl von Knibbels, die du machen darfst. Und dann denkt man sich immer so, ah, ist heute ein Tag, wo ich eine Stufe, ich gehe mal eine Stufe höher. Oh, das ist echt ein Commitment gerade. Wenn ich eine Stufe, man kann nicht mehr zurück. Warte, ich gehe eine Stufe höher, Achtung, damit ihr es hört. Das geht nicht mehr. Oh, es wird immer kleiner, jetzt ist es kleiner geworden. Das ist wirklich toll. Und das heißt, es ist irgendwann zum Ende. Es ist Spaß, der irgendwann sein Ende findet. Das ist der beste Spaß. Und ansonsten kann man hier so hin und her. Und dann denke ich mir immer so, dann kann man das so aufbiegen, damit es ein bisschen weniger Kraft hat. Und dann kann man es auf diese Richtung biegen, damit es ein bisschen mehr Kraft hat. Damit verbringe ich Stunden momentan. Das ist wirklich mein... Das ist so, okay, ja, Isolation ist vorbei. Was hast du gemacht? Ja, ich habe jetzt irgendwie 5 Seiten programmiert, habe Spanisch gelernt und habe irgendwie ein bisschen kochen gelernt. Und du? Ja, ich habe halt so... Dass sie halt immer so hin und her gewackelt und dann halt immer ist es wieder ein bisschen enger gemacht. Oh, wir machen noch einen. Komm, wir machen. Nein, wir machen. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Das, oh Mann, komm, wir machen noch einen. Einer geht noch. Oh, jetzt ist schon ein Stück kleiner geworden. Oh, ich habe nicht mehr viele.
Ich habe nicht mehr so viele. Okay, egal. Leute, jetzt muss ich zwei Knibbel von euch wegen euch verschwenden hier. Ich probiere dann immer, das nochmal aufzuziehen, aber es geht nicht. Es ist unmöglich. Naja, das ist ein anderes Thema. So, wo waren wir gerade? Du kannst da einfach ein... Ach, hör auf jetzt! Ihr mit euren Lifehacks. Es geht doch gerade darum, dass der Spaß endlich ist. Der Spaß muss endlich sein. Darum geht's doch. Sieht aus wie aus einem Auto. Moment mal, Tomishima aus dem Chat gerade. Du kannst einen Kabelbinder sehen und kannst sagen, woher der kommt? Wow. Also schade, dass Wetten, das vorbei ist, aber Tomishima wäre da auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Tomishima wettet, dass er an Kabelbindern erkennen kann, woher sie kommen. Der hier? Aus dem Auto? Nein. Achso. Ich dachte, das Auto, aber nee. Okay. Gut, leider 0 von 4. Richtig, George Clooney ist den Tränen nahe. Tut mir leid. Ciao, das war's. Nicht ganz das Wetten, das Thema, aber ist egal. Tatsächlich, ich war mal eine Zeit lang im Schachclub, glaube ich, so für 2 Wochen oder so. Und ich glaube, im Schachclub damals, ich war, weiß ich nicht, 13, 14 oder sowas, in der Zeit, in der man Schach richtig cool findet, da habe ich, glaube ich, meinen ersten Promi gesehen. Also meinen ersten berühmten Menschen habe ich da im Schachclub gesehen. Und zwar war es ein Kind, das die Wetten, das Kinderwette gemacht hat und gewonnen hat bei Wetten, das. Und das war schon mal erstmal unangenehm, weil eigentlich normalerweise, sage ich mal, ich will ich schon so den Großteil der Aufmerksamkeit haben in dem Raum. Und wenn dann so ein Typ war, der im Fernsehen war, fand ich erstmal unangenehm. Und zwar hat er die Wette gehabt, ein Promi sagt, also einer von den Couch-Promis, sagen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Katie Melua oder so sitzt da oder Stacey Orico, Natalie Portman, eine sitzt da und sagt irgendeine Position auf dem Schachbrett. Ja, sagen wir jetzt mal halt, keine Ahnung, K16 oder so. Und dann stellt er seinen Springer, ja, das ist dieser Typ mit dem Hütchen da, stellt seinen Springer auf K16 und dann muss mit verbundenen Augen das Kind dann die Position ansagen, wie mit diesem klassischen Rösselsprung man so sich über das Schachbrett bewegt, dass man jedes Feld einmal bewegt, aber am Ende alle Felder berührt hat, einmal. So, und das war seine Wette. Und dann hat hier Nelly Furtado gesagt, hier irgendeine Zahl, und dann zack, 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 hat er das gemacht mit verbundenen Augen. Toll, Applaus, fantastisch. Man hat aber gesehen, dass das letzte Feld, auf dem er gekommen ist mit seinem Bischof, war ein Feld, auf das man wieder von dem man wieder auf das erste Feld hätte springen können. Das heißt, es ist ein großer Kreis an Positionen, auf die der Springer springen kann und kommt wieder am Ende da raus. Das heißt, was der sich gemerkt hat letzten Endes, war einfach ein Kreis an Positionen, und egal welche Position der Promi sagt, da fängt er halt dann an und rattert das ab. Und um dem Ganzen nochmal, sag ich mal, noch eine schöne Lasagnenschicht legendären Status oben drauf zu schichten. Stefan, ich glaube, es war tatsächlich Stefan Raab, der die Position vorgeben musste. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das läuft bei Wetten, das. Also es gibt dann immer diesen einen Promi, der dann sagen muss, schafft das oder schafft das nicht. Und der Promi, der sagen musste, schafft das oder schafft es nicht, war Stefan Raab. Und was war sein Wetteinsatz? Was musste er tun, wenn seine Einschätzung falsch war? Er hatte die Einschätzung ja gegeben und hat gesagt, wenn er es nicht schafft, dann fahre ich mit einem Wok eine Bobbahn runter. Wie wir alle wissen, ist aus dieser Idee, aus dieser Wetteinsatzidee, die legendäre Wok-WM entstanden, die da in dem Moment in Wetten, das entstanden ist, als dieses Kind aus meinem Schachclub mir die Show gestohlen hat, indem das Kind im Fernsehen Wetten, das die Schachwette macht, gewinnt und Stefan Raab nicht seine Wettschulden einlösen musste. Es ist tatsächlich so passiert. Ich habe hier so einen Artikel gefunden, wo das tatsächlich hier steht. Und zwar war das am 19.02.2005. Ja, war ich 14. Hier aus Jakob Neuharting bei Bayern. Ja, kennt man. Und so weiter und so weiter. Der Wettpate Stefan Raab tippte auf ja. Er musste nicht mit einem chinesischen Wok die Bobbahn runterfahren. Tat es aber doch. Wie kommen wir von der Wok-WM inzwischen wissen? Das ist tatsächlich so passiert. Das heißt, ich bin über 4 Ecken mit der legendären Wok-WM verbunden. Ich habe sie quasi erfunden, eigentlich, kann man, glaube ich, hier so sagen. Ich habe die Wok-WM erfunden. Ich war in Gedanken live dabei, als sie entstanden ist. Und der Typ, der damals die Kinderwette gemacht hat, der war in meinem Schachclub.
Und das war mir schon zu krass so. Und ich glaube, das war wirklich die erste berühmte Person, die ich gesehen habe. Das war auf jeden Fall schon krass. Also, so viel zum Thema, kannst du Schach spielen? Das ist alles, was ich zum Thema Schach spielen sagen kann. Oh, diesen, Alter, da habe ich tatsächlich mal, ein Freund von mir hat diese Art Cornflakes, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schreibt's mal in den Chat, hat diese Art Cornflakes, ne, diese Schokochips, hat der Russenmüsli genannt. Gibt's, ist das ein Ding? Gibt's das? Sagt man das so? Der hat das immer Russenmüsli genannt und alle immer so, okay, ich weiß, was du meinst, Sprache funktioniert auch, ohne dass man jetzt genau jede Bedeutung versteht. Aber merkwürdig. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal dahinter gekommen ist. Und der hat tatsächlich gesagt, der war Riesenfan davon, der hat das jeden Morgen gegessen, jeden Morgen Russenmüsli. Und er hat irgendwann mal den Satz gesagt, so ganz gedankenverloren in der Schule, da ging es um was ganz anderes. Und er meinte, ich mag Russenmüsli so gern, da würde ich mich reinlegen. Und alle so, hey, ja, müssen wir mit ihm befreundet sein? Oder was? Wie läuft das? Kann man eine Freundschaft kündigen? Braucht man einen Antrag oder was? Wie läuft das? Aber tatsächlich, ich weiß nicht, irgendwie Chat sagt, wir gucken mal kurz in den Chat. Hab ich auch schon mal gehört, schreit Appmaster. Ist das ein Ding, Schokochips Russenmüsli zu nennen? Da fehlt der Wodka, Russenmüsli, das ist doch Hafer mit Wodka. Okay, jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Russen-Gags. Klar, muss man natürlich. Wie heißen russische Cornflakes? Wie heißen russische Cornflakes? Schokostakovic? Wir gehen mal in die Werbung, Leute. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung, okay? Oh, Freunde, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Der Chat hat da schon mal einiges vorgelegt zum Thema russische Müslis. Einige waren dabei. Vitalo Putinski, Schoko Stahlinsen, ja, Georgi Müslenikov, auch nicht schlecht. Wir haben Vitalis Klitschko, finde ich auch nicht schlecht. Vitalis gibt's ja. Sind die Klitschkos nicht ukrainisch? Ich weiß nicht, egal. Finde ich schon gut, aber ich glaube, ich habe einen gefunden. Achtung! Puh. Und eigentlich müsste ich, dass der Stand aber auftritt. Ey, danke schön. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Ich setze dich mal hin. Dankeschön. Ich setze dich mal hin. Ich habe meinen Stuhl mitgebracht. Wie nennt man russische Cornflakes? Kellogg's Trotzkis. Yes! Verwandelt! Für die zwei Akademiker, die wissen, wer Leo Trotzki ist. Aber der ist okay. Der ist okay. Glaub mir, der ist okay. Lest Animal Farm. Lena schreibt, deine Meinung zur Wildbiene des Jahres. Ja, ich habe erst lange mit mir gerungen, ob ich mich überhaupt dazu äußern soll, weil es ist ein heikles Thema und es ist natürlich sehr einfach dabei, Leuten auf die Füße und oder Flügel zu steigen. Denn ja, ich habe natürlich mitbekommen, die Wildbiene des Jahres wurde gekürt und ich sag mal so, es gab, es gab natürlich wie jedes Jahr in dieser Zeit große Kontroversen rund um die Wildbiene. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht ganz bei der Jury hier an der Stelle. Aber wir wollen mal ganz kurz gucken. Also die Wildbiene des Jahres natürlich, man erinnert sich noch 2017 die Knauzien-Sandbiene, dann die gelbbindige Furchenbiene, natürlich 2018, glaube ich, haben wir alles mitbekommen. Das war ein Sommer, der wird in die Geschichte eingehen. Also der Sommer 2018 mit der Furchenbiene, das war natürlich ein Traum. Die Senfblauschiller-Sandbiene 2019, was habe ich gejubelt, als die tatsächlich angekündigt wurde. Die Senfblauschiller-Sandbiene war einfach großartig, wo auch die lateinische Übersetzung alles lateinisch übersetzt, außer das Wort Senf, wo man auch mal schön in seinem Stohwasser nachschlagen kann, was Senf heißt. Und war auf jeden Fall großartig, wo es mich jetzt wirklich interessieren würde, was das mit Senf zu tun hat. Warum heißt sie Senf? Warte mal, gibt es da irgendwie Senf? Senf? Die Senf? Ackersenf! Vertreter der Familie, die wichtigste Nahrungspflanze ist in Mitteleuropa der Ackersenf. Senf-Blauschiller-Sandbiene.
Ist das ein fantastischer Name, die Senfblauschiller-Sandbiene, 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 Biene, wird nächstes Jahr abgefragt. So, was hatten wir eine Freude in 2019 mit dieser fantastischen Blend, Senfblauschiller-Sandbiene, 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 Senfblauschiller-Sandbiene. Was haben wir damals gejubelt und jetzt ist es raus, tatsächlich 2020, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, ging ja durch die Medien, die Auenschenkelbiene. Und da sage ich mal, also, ich weiß nicht, was die Jury sich dabei gedacht hat, der Auenschenkelbiene die Wildbiene des Jahres zu geben. Also guckt euch das mal an. Also das ist doch ein Witz. Das soll die Biene des Jahres sein, die Wildbiene des Jahres, das soll es sein. Also sorry, ich kann damit nicht anfangen. Mir sind die Beine viel zu pelzig, die Flügel viel zu eingeklappt, die ganze Struktur ist viel zu flaumschig durch die Bank. Da ist keine Struktur drin, das hält nichts aus, die leistet nichts, macht nichts, sie ist immer noch wild. Mir ist sie zu wild, ehrlich gesagt. Nichts im Gegensatz zur Senfblauschiller-Sandbiene. Ja, die Auenschenkelbiene, Nee, ist nicht meine Biene. Ist nicht meine Biene, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir hier. Ist nicht meine Biene. Nee, also ihr seht schon hier, die Leute drehen durch. Die Leute drehen komplett durch. Einfach, ich liebe es, wie Leute versuchen, ihre Fotos aufzupeppen. Du musst diese Biene fotografieren. Denkst du, wie bringe ich da jetzt noch ein bisschen so einen kleinen Effekt rein? Ich habe jetzt 2 Jahre Fotodesign studiert, irgendwas muss doch hängen geblieben sein. Ja, tust du halt in so ein Glas. Genial. Also die Leute, hier sind Bienenfans der ganzen Welt, vereinigen sich. Das ist natürlich eine Frechheit. Und ja, kam nicht gut an tatsächlich, die Auenbiene. Aber ja, ich glaube, wir werden auch das überstehen. Kriegen wir hin.